Willkommen zurück endlich bei Anipic. Hat lange gedauert, ewig gedauert, ich weiß. Es wird auch wieder regelmäßiger kommen, versprochen. Ich bin eigentlich, wenn ihr das gerade seht, bin ich im Urlaub. Davon könnt ihr ausgehen, ich bin im Urlaub. Irgendwo in Norwegen oder Dänemark gerade, je nachdem, wo das Schiff gerade anlegt. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte jetzt zu den Hallen wollen wir. Die Hallen, die Hallen, die Hallen, die Hallen, die Hallen. Da oben rechts müssen wir hin, ne? Oder? 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 Warte mal. Bibo, wo waren die Hallen? Die Hallen können ja nur hier sein. Hoffe ich. Kche. Das ist die Kche. Das ist die Küche, ja. Schlüssel der Hallen, dahin müssen wir. Genau, hoch müssen wir. Wunderbar. Welchen Weg werden wir da einschlagen? Da ist der Shop. Da hoch. Da hoch, okay. Also zu Zoran. Das sollten wir hinkriegen. Ich muss nur kurz mal erwähnen, ich habe schon mal eine Aufnahme zwischendurch gemacht. Vor einigen Tagen. Ich glaube, letzte Woche sogar schon. Also nicht mal mehr einige Tage. Und da ist mir leider ein Malheur passiert. Und zwar habe ich vergessen, wieder den Aufnahmeknopf zu drücken. Wunderbar. Geil, ne? Ich habe eigentlich nur das Drachenei zurückgegeben. Der hat uns kurz angemeckert. Von wegen bla blub und hast du nicht gesehen. Des Weiteren ist nichts passiert. Ihr habt nichts verpasst. Also keine Sorge. Fortschritt gleich null. Ihr habt nur wirklich einen einzigen Satz verpasst. Und du stirbst. Stirbst. Aua. Nicht so böse. Ach nee, Hallen haben wir schon geöffnet, ne? Ja, richtig. Richtig, 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 richtig. Da war ja was. Hier waren wir ja schon beim letzten Mal, haben wir es angeteasert. War das mit euch oder habe ich in der letzten Aufnahme gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich rede. Nee, ich glaube, ich glaub, wir haben das zusammen gemacht. Genau, so war das. Wir gehen jetzt einfach mal in die Hallen, würde ich sagen. Die verdammt interessant aussehen. Zera, wo sind wir? Wir sind im Korridor der Zeit. Diese hüpfenden Lichter sind Zeitgeister. Nee, you don't say. Zeitgeister? Richtig. Sie haben die Fähigkeit, ihre Opfer in ihre Vergangenheit zu senden und dabei Teile ihrer Geschichte zu löschen. Aha, ich sehe, wo der Hase langläuft. Aha, beruhigt mich also eines dieser Dinge, gehe ich in die Vergangenheit zurück. Scheiße. Was, wenn das schon passiert ist? Ein Geist berührte mich und nun wiederholen sich die gleichen Ereignisse. Ich könnte in einer Endlosschleife sein. Okay. Ist irgendwie, finde ich das wieder interessant, aber andererseits ist die Frage, fange ich dann, was richtig geil wäre, zwar auch total asozial, aber richtig geil, so ein bisschen Dark Souls ähnlich, dass man dann zurückgelevelt wird. Wäre assig, aber wäre irgendwo geil. Und wir sind ganz weit hinten, okay. Man wird also, wie vermutet, zum Anfang zurückgesetzt. Aber nicht mal vom Anfang vom Korridor, gleich hier zum Anfang. Das ist natürlich ein bisschen Laufarbeit. Aber okay, müssen wir hinnehmen. Ach Gott. Mal gucken, ich lese mal kurz vor, vielleicht kommt hier eine Anspielung. Wir sind im Korridor der Zeit. Diese öffnenden Lichter sind Zeitgeister. Zeitgeister? Richtig, sie haben die Fähigkeit, ihre Opfer in die Vergangenheit zu senden und dabei Teile ihrer Geschichte zu löschen. Aha, berührt mich also eines dieser Dinger, gehe ich in die Vergangenheit zurück. Scheiße. Was, wenn das schon passiert ist? Ein Geist berührte mich und nun wiederholen sich die gleichen Ereignisse. Ich könnte deine Endlosschleife sein. Ja, gut, keine explizite Anspielung von wegen. Ich habe jetzt sowas vermutet wie, oh Gott, ich habe ein Déjà-vu, aber kam nicht. Naja, nun gut. Aber eben diese Endlosschleife, die quasi angesprochen wurde. Oh. Okay, das hier ist relativ einfach. Hier durchrennen. Der in der Mitte ist doof. Da müssen wir springen. Auf jeden Fall. Okay. Der bewegt sich immer gleich. Ist auch der Einzige, der sich wirklich immer gleich bewegt. Da müssen wir springen und unten bleiben und... Fuck. Ach, einen Schaden macht die auch noch. Na gut, ein drittes, viertes Mal probieren wir das noch gemeinsam. Ansonsten würde ich meinen schon mal im Voraus... Es wird gecuttet. Ja, gut. Diesen Text brauchen wir jetzt nicht ewig immer und 100 Mal vorzulesen. Das war echt genial. Hurra, ich glaube, das kann richtig Spaß machen. So kann man ein LP auch in die Länge ziehen.
definitiv Spielzeit strecken, immer doch. Aber es liegt ja auch im Prinzip nur an mir selbst. Also, es ist nicht das Spiel, das die Spielzeit streckt oder das LP in die Länge zieht, sondern ich bin es. Der LPler. Der ist wieder schuld, wie immer, ne? Schlimme Angewohnheiten von uns, kleine doofe Let's Player. So, laufen, 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 laufen und springen. Und springen. Laufen, 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 springen. Fuck. Fuck. Etwas sehr nervig, diese Methodik. Aber Moment. Wir hatten doch mal... Moment. Trank der Nee, Schriftrolle. Nahkampfimmunität. Hatten wir nicht mal so eine Schriftrolle, die uns ans Ende des Raumes quasi... Strahlenschutz, Waffenverbesserung. Ah, ich hab's verkauft, glaube ich, ne? Es hätte ja mal nützlich sein können. Das ist Lichter, Ausleuchtung, genau. Das ist echt ein bisschen... Was macht die grüne Bogenmeisterschaft? Ah, das ist ärgerlich. Wir hatten doch mal eine Schriftrolle, die uns so weit teleportiert, wie wir laufen können, ohne den Boden verlassen zu müssen. Also ohne zu springen, ohne dass ein Hindernis auftritt quasi. Das wäre hier extrem nützlich. Sich einfach mal ans Ende des Raumes zu teleportieren, wäre wirklich unglaublich nützlich. Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich nützlich das wäre. Unglaublich nützlich. So, hier ist einfach nur durchrennen. Das ist vollkommen easy in Ordnung. So, hier ist der Knackpunkt. Beim so, einmal springen. Zweimal ja. Oh, noch eine Runde. Warte, ich guck's mir erstmal an. Okay, die sind alle etwas... Der ist niedrig, der vordere ist niedrig, der ganz hinten der schnelle und der andere ist... Okay, sollte aber klappen. Boah. Ja, das war... Hätte ich nochmal warten müssen. Wollen wir jetzt wirklich einfach hier 8 Minuten durchrennen? Wirklich. Fopsy, wirklich. Ernsthaft. Ist das dein Ernst, du Affe? Ja, ist es. Wir machen das jetzt gemeinsam. Darum geht's ja in einem LP. Spielzeit zu strecken. Richtig. Ah, herrlich. Wie einfach mal nichts passiert in dieser Folge. Ich könnte jetzt schon kacken vor Freude. Auf dem Boden. Habe ich das echt laut gesagt? Oh Gott. Das ist kein guter Stil. Und hepp. Okay, das ist alles easy mittlerweile. So. Du bist... Nein! Oh, knapp. So, ich muss jetzt warten. Jetzt wäre... Jetzt. Ja. Ich springe rein! Nein! Ich springe rein. Ah. Ich bin reingesprungen. Ich Idiot. Gott. Ist das dämlich. Ah. Jetzt schaffen wir das aber. Jetzt, ich verspreche es euch. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hep. Niemals. Aber wenigstens werden wir jetzt nicht mehr so weit zurückversetzt. Deswegen lasse ich das auch schön weiterlaufen. Nur deswegen. Bedankt euch beim Spiel. Das Spiel will nicht, dass ich hier irgendwas abkürze oder cutte. Wenn ich auch ganz ehrlich bin, ich bin auch ein bisschen zu faul fürs Schneiden. Ein bisschen ja. Ich muss noch ein bisschen andere Sachen schneiden. Bevor ich fahre, deswegen habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz die Lust, mich hier mit Honor zu beschäftigen. So. Jetzt. Oh, das war jetzt schon knapp. Lauf, 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 lauf. Ja. Ja! Bitch! Baby! Schöne Musik. Royal. Ich würde die Musik als Royal bezeichnen. Well played, Game. Well played. So. Wir dürfen wieder neue Sachen erkunden. Hallo, Ritter. Hallo, Ritter, der Schaden macht. Warum auch nicht? Aber ich denke, dafür ist der Ritter auch da. Aber ich finde diese Übergänge zu Kampfmusik und normaler Musik finde ich jetzt nicht wirklich toll. Uah! Kommt der runter? Nee.
Lalalala, lassen wir den mal da oben stehen. Wobei, ich will ja da oben hin. Wegen dem Tor allein schon. Das könnte einfach mal wirklich eine Wegerleichterung bringen. So, hallo. Achso, du bist ja wieder von den langsamen Vertretern. Bitteschön. 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 Ja, ist ja kein Problem. 50 Münzen, warum auch nicht? Wir haben ja so wenig Geld. Das kann man immer gebrauchen. Hier noch ein Geheimgang. Nein. Ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen, wie viele Geheimräume es gibt. Auf jeden Fall eine Menge. So, wo kommen wir hier raus? Rechts, alles klar. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Alleine hätte ich das sonst nie gefunden. Kann ich das hier anwählen? Nein? Schade. Hätte ja eine Waffe rauskommen können. Das finde ich immer schade, wenn da... Das finde ich so dämlich bei RPGs. Du hast da die Wanddekoration, 1000 Schilder hängen, 1000 Waffen. Aber du kannst sie nicht nehmen. Warum? Was für eine Logik ist das? Was für eine Logik? Was sind das für fette Viecher? Will ich das überhaupt rausfinden? Aha. Das sieht mir aus wie eine Star Wars-Anspielung. Auf jeden Fall machen sie Schaden. Dafür brauche ich den Drachen. Also, sagen wir mal so, da wäre der Drache. Gut, wir erledigen das mit dem Bogen. Sie scheinen auch anfällig gegen Bogen zu sein, wollte ich gerade sagen. Offenbar sind sie es doch nicht. Aber sie sind zum Glück langsam. Ach, ich bin vergiftet. Okay. Willkommen in den Hallen. Ne? Willkommen in den Hallen. Wir starten wieder hier. Und was ich gesehen habe, ist, dass wir unseren Drachen doch vielleicht nochmal benötigen könnten. Im Prinzip halte ich den ja total für unnütz, aber vielleicht ist er ja doch zu gebrauchen. Man weiß es ja noch nicht. Halt, ich würde gerne diesen Kronleuchter erstmal anmachen. Ja, lenk die Aufmerksamkeit auf uns, du Idiot. Ja, nee, der Drache muss nicht schon wieder verrecken. So, heilen. Das scheint mir aber noch ein... Oder ist das, soll das so sein, dass man die einfach mit weg... Um mich jetzt mal klar zu artikulieren, ob es so gewollt ist, dass man wirklich seine Haustiere heilen kann, wenn man sie einfach nur mal kurz quasi einpackt und wieder rausholt. Sie quasi... Ihr wisst, was ich meine. Klar artikulieren ist jetzt gerade nicht so. Nee, jetzt ist eh vorbei. Au. Nein. Wir gehen mal hier schön weg. Auf jeden Fall sind die total anfällig gegen Feuer, wie es mir scheint. Das ist gut zu wissen. So, weg mit dir. Nein, du darfst sterben. Danke. Genau, hol das mal da runter. Und jetzt gegen den. Schieß doch, Drache. Die sind total anfällig gegen Feuer, die Kerle. Das ist sehr schön zu wissen. Das heißt, der Drache wird mal nützlich. Ha, cool. Das ist toll, wir sind gefroren und alles. Erstmal heilen. Heilung tut gut und Not. So, volle Energie ist auch sehr schön. Geistermaterie. Ach, sind das wieder Geister? Rolle der Nahkampfmeisterschaft ist... Ja. Drache. Dann halt nicht. Du bist doch ein total nutzloses Vieh überhaupt. Kann das sein? So. Ach, der wäre hochgesprungen. Die Sau. Ich habe gedacht, der kann nicht hochspringen. Deswegen bin ich da oben stehen geblieben. Das ist ja fies. Okay, hier wird's happig. Laufen, 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 laufen. Und Feuer. Hier wird's jetzt happig. Genau. Ja, okay. Doch nicht. Happig ist ein bisschen was anderes. Wenn schon nicht mal die Kampfmusik mehr erscheint, glaube ich, ist das nicht so knapp, wie ich vermute. Also alles ganz entspannt. Hier schön stehen, mit einem Bogen abschießen. Das ist die beste Taktik gegen solch langsame Einheiten. Habe ich zumindest so für mich herausgefunden. Vielleicht haben wir andere bessere Lösungsansätze, aber ich habe gemerkt, Nahkampf ist jetzt nicht unbedingt... Oh Gott. Hallo. Hä, was kreucht und fleucht hier überall? Blobs oder was? Waren das da oben Blobs?
diese schwandelnden Rollenspiel-Klischees, diese Standardgegner, diese Blobs halt, ne? Diese Blobs. Stirb, ungläubiges Wesen. Was bist du denn? Auch ein Ritter. Ja. Geht. Ich mag die Musik irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Sie gefällt mir jetzt nicht in besonderem Maß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der kommt nicht hoch, der kommt nicht hoch, der kommt nicht hoch, der kommt nicht. Nein, kommt der nicht gut. Au! Feuerschaden auch noch. Okay, jetzt wird's ekelhaft, wenn die jetzt auch noch Magieschaden machen. Deren Waffen vergiften, sie machen Magieschaden. Und ich brauche auf jeden Fall dich, Kollege. Ja, stirb. Sehr schön. Und da haben wir auf jeden Fall ein Portal wieder. War es ein Portal? Ist es ein Portal? Muss ja alles mit Feuerschaden sein. Alter, Kuldax, bitte. Ich danke dir. Irgendwann schießen ist erlaubt, ja? Jetzt muss ich warten. Im Nahkampf sind die mir einfach ein bisschen über zurzeit. Es wäre nicht sehr klug. Oh, was dreht der denn schon wieder um? Hör doch auf, dich umzudrehen, du Sack. So, und jetzt runter. Ein paar Mal in den Rücken geschossen. Ja, das macht ja keinen Schaden. Genau, Kuldax, hau schön drauf. Okay, der Brandschaden ist schon fies. Wenn die zu lang, das brennt. Sagen wir doch so, es brennt. Dann burnt. So tight, dass es burnt. Ja, komm, du da oben machst mir gar nichts. Du bist völlig uninteressant. Wobei, wenn du... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heilen! Heilen! Alan! Alan! Heilen! Alan, heile mich! Wer auch immer Alan ist. Ich weiß nicht, wie ich auf Alan komme. Ist mir egal. Die halten mir zu viel aus da unten. So, einer weg. Ja, zwei weg. Und wieder heilen. Heilen wäre ganz cool, ja. Den Bogen darfst du natürlich ausgerüstet haben. Lassen. Und jetzt natürlich werden wir alles dran setzen, diesen Raum endlich mal zu clearen. Komm, Kuldax, du machst das. Sehr schön. Boah, was eine Geburt. Leck mich am Arsch. Aber hallo. Einfach mal auf Verdacht lang schießen. Ja, super. Jetzt haben wir da. Moment. Ist hier irgendwo ein Geheimweg rein? Da links, 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 links. Ihr seht es ja auch. Und. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. Lass mal die Karte begutachten. Okay. Oh Gott. Nein. Nicht jetzt. Nein. Ich werde die nächste Aufnahme gleich folgen lassen. Das heißt, es werden die Gegner nicht unbedingt wiederkommen. Das tun sie ja erst, sobald man speichert. Was haben wir hier? Achso, dann kommen wir hier raus. Super. Das heißt, wir müssen... Wie kommen wir denn da in die Mitte? Hä? Hier lang oder was? Nö. Ich bin über... Na gut. Ist alles eine Sache der Forschung. Ich weiß, müssen uns ein bisschen damit beschäftigen. So ist das bei dem Spiel. Alles eine... Aha, das sind das für Viecher. Okay. Feuer scheint da nicht so viel auszumachen. Was sagen sie dann zu Bögen? Okay, interessiert die... Okay, die haben auch gar keine AP, ehrlich, wenn man was so sieht. Ja, schön getroffen. Schöner Doppelschlag.
Das ist angenehm. Das sehen wirklich aus wie diese typischen Blob-Vertreter. Ich kann das nicht öffnen. Ist verschlossen. Das ist meine klare Ansage. Ich möchte aber die natürlich noch in Natura sehen. Und sie sind anfällig gegen Feuer. Okay. Und sie können an Wände gehen, offenbar. Oh Gott, da will ich jetzt gar nicht runter. Das machen wir nämlich in der nächsten Aufnahme. Deswegen mache ich mal kurz hier Escape, genau. Als ob Escape Pause wäre. Als ob es hier eine Pause-Funktion gäbe. Echt mal, also ich Idiot. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. So als kleiner Lückenfüller wird wahrscheinlich alle 2-3 Tage eine Folge jetzt kommen dann, dass ihr das nicht so, ja, so vermisst. Bis ihr überhaupt ein bisschen was habt. Ja, mehr gibt's da nicht zu sagen. Außer nochmal, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, macht's gut.